Hey Leute, haltet euch fest, denn heute haben wir wieder was für eure Ohren. Wir präsentieren zwei Hammer-Neuheiten von Soundcore, den Boom 2 und den Aerofit Pro. Könnt ihr euch vorstellen, den Bass nicht nur zu hören, sondern ihn auch zu sehen? Der Boom 2 macht's möglich mit einer Lichtshow, die jede Basslinie visuell untermalt. Und der Aerofit Pro? Der bringt euch den Sound super klar und ist dabei robust und sicher an eurem Kopf. Lasst euch das nicht entgehen. Wir checken ab, was die beiden Neuheiten von Soundcore alles drauf haben. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir starten, möchten wir Soundcore einen riesen Dank aussprechen. Soundcore, bekannt für ihre Innovationen im Audiobereich, hat uns den Boom 2 und die Aerofit Pro für dieses Video zur Verfügung gestellt. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was diese Produkte so besonders macht. Let's go! Wir starten zunächst mit dem Boom 2. Das Auspacken können wir kurz und knackig abfrühstücken. Die Verpackung ist cool gestaltet und wirkt recht ansprechend. Beim Öffnen finden wir ein USB-Ladekabel, den Lautsprecher selbst und eine kurze Bedienungsanleitung. Einfach, aber alles, was man braucht. Jetzt werfen wir einen genauen Blick auf das Design des Boom 2. Dieses Schmuckstück ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch ein Meisterwerk in Sachen Funktionalität. Das erste, was auffällt, ist seine robuste Bauweise. Mit seiner IPX7-Zertifizierung ist der Boom 2 komplett wasserfest. Ob bei Regen, am Strand oder sogar im Wasser, dieser Lautsprecher macht alles mit und schwimmt sogar. Dank seines praktischen Tragegriffs lässt sich der Boom 2 mühelos überall hin mitnehmen. Ob beim Chillen im Park, beim Strandausflug oder auf dem Campingtrip. Er ist der ideale Begleiter für jeden Anlass. Aber es geht nicht nur um Robustheit. Der Boom 2 punktet mit seiner schlanken, modernen Form, die in jeder Umgebung eine gute Figur macht. Was das Design wirklich abhebt, ist die pulsierende Lichtshow. Ihr könnt eure eigene Lichtshow direkt über die Soundcore-App gestalten und anpassen. Stellt euch vor, jeder Bassschlag und jede Melodie wird durch lebendige, farbenfrohe Lichteffekte untermalt, die im Takt der Musik pulsieren. Checken wir nach dem Design nun auch noch die Funktionen und Eigenschaften des Boom 2. Der unter dem metallischen Netz auf der Vorderseite des Lautsprechers eingebaute Subwoofer sorgt für eine größere Bassleistung in einem kompakten Design. Der Boom 2 erreicht mit einem Tastendruck auf die Bass-Up-Taste eine Spitzenleistung von 80 Watt, die einen kraftvollen und raumfüllenden Bass liefert. Möglich macht dies die Bass-Up 2.0-Technologie. Diese fortschrittliche Technologie verstärkt die Ausgangsleistung von 60 Watt auf starke 80 Watt und bietet einen optimierten Equalizer für tiefen und klaren Audioausgang. Die Soundeinstellungen könnt ihr übrigens auch bequem in der Soundcore-App vornehmen und dabei die Lautstärke regeln, den Bass-Up aktivieren und deaktivieren oder einen passenden Equalizer auswählen. Die Masterful DSP Active Crossover-Technologie ermöglicht eine fein abgestimmte Audioausgabe, die für eine optimale Lautsprecherleistung sorgt. Das Ergebnis ist ein detaillierter und reicher Klang, selbst bei lauten Beats. Mit einer Leistung von 60 Watt wird die Leistung aufgeteilt in 40 Watt für den Subwoofer und jeweils 10 Watt für die zwei Hochtöner. Bei Aktivierung von Bass-Up 2.0 steigt die Gesamtleistung auf 80 Watt, wobei 50 Watt auf den Subwoofer und jeweils 15 Watt auf die Hochtöner umverteilt werden. Mit einer einzigen Ladung bietet der Boom 2 bis zu 24 Stunden ununterbrochene Spielzeit. Das bedeutet, dass ihr den ganzen Tag und die ganze Nacht durchfeiern könnt, ohne euch Sorgen um den Akkustand machen zu müssen. Eine weitere Funktion ist die Partycast 2.0 und TWS-Unterstützung. Mit dieser Technologie könnt ihr mehrere Lautsprecher nahtlos miteinander verbinden und so ein synchronisiertes Audioerlebnis über mehrere Räume oder Bereiche hinweg schaffen. Außerdem verfügt der Boom 2 über eine eingebaute Powerbank mit USB-A-Ausgang. Das bedeutet, ihr könnt Smartphones oder andere Geräte direkt am Lautsprecher aufladen, während ihr eure Lieblingsmusik hört. Machen wir direkt mit dem Aerofit Pro weiter.
Lasst uns zunächst gemeinsam auspacken, was Soundcore in die Box des AeroFit Pro gepackt hat. Als erstes fällt uns der Quick Start Guide ins Auge. Er ist klar und präzise gestaltet und führt euch Schritt für Schritt durch alle Funktionen des AeroFit Pro. Ideal für den schnellen Einstieg und um alle Features direkt zu nutzen. Dann das Charging Case. Es ist nicht nur optisch ansprechend, sondern bietet auch einen sicheren und praktischen Aufbewahrungsort für eure Kopfhörer. Ein weiteres Highlight ist das abnehmbare Neckband. Dieses ist ein echtes Plus für den Komfort und die Flexibilität. Ihr könnt es nutzen, um einen sicheren Halt während intensiver Aktivitäten zu gewährleisten oder es abnehmen, wenn ihr es lieber leicht und unauffällig mögt. Zu guter Letzt das USB-C-Kabel, das für die Aufladung des Charging Cases dient. Checken wir das Design des AeroFit Pro, welches sich durch seinen maximalen Komfort und seine Anpassungsfähigkeit hervorhebt. Der AeroFit Pro bietet ein nicht-invasives Design mit Luftleitungstechnologie, die für ein atmungsaktives Hörerlebnis sorgt. Anders als bei Knochenschallkopfhörern liefert die Luftleitung einen reicheren und natürlicheren Klang. Die Ohrhaken sind ergonomisch gestaltet und bestehen aus 0,7 mm dickem, luft- und raumfahrttauglichem Titan, das bis zu 5000 Biegungen standhält und sich somit an jede Ohrform anpasst. Das Nackenband sorgt für zusätzliche Stabilität während dynamischer Aktivitäten. Es ist sowohl abnehmbar als auch verstellbar, wodurch eine individuelle Passform für jeden Nutzer ermöglicht wird. Dies ist besonders praktisch bei intensiven Kopfbewegungen, da es den Kopfhörern einen zusätzlichen Halt gibt. Darüber hinaus ist der AeroFit Pro in verschiedenen Farben erhältlich, darunter auch Electric Purple, die wir hier im Video haben. Zusätzlich gibt es noch die Varianten Dynamic Black, Frost White und Aqua Blue. Checken wir nun die Funktionen und einige Spezifikationen der AeroFit Pro. Die Kopfhörer unterstützten den LDAC-Codec, der eine detailreiche und hochauflösende Audioübertragung ermöglicht. Dies sorgt für ein besonders reichhaltiges und nuanciertes Klangerlebnis. Die richtungsgenaue Akustik reduziert Klangverluste und verbessert die allgemeine Klangqualität. Die präzise Ausrichtung der Schallwellen sorgt dafür, dass der Klang direkt zu euren Ohren geleitet wird, was ein lebendiges und klares Hörerlebnis schafft. Das True 360 Spatial Audio bietet räumliches Audio, das eure Kopfbewegungen verfolgt und euch immer im Zentrum des Klangs hält. Dies sorgt für ein immersives und dynamisches Hörerlebnis, das sich mit euren Bewegungen verändert. Mit der neuesten Bluetooth-Version 5.3 bietet der AeroFit Pro eine stabile, schnelle und effiziente Verbindung. Vier Mikrofone sorgen für eine klare Sprachübertragung während Telefonaten, was besonders bei windigen oder lauten Umgebungen nützlich ist. Die Kopfhörer sind gegen Schweiß und Regen geschützt und IPX5 zertifiziert. Ideal für intensives Training oder den Einsatz im Freien. Der physische Button an jedem Hörer sorgt für eine einfache und intuitive Bedienung, was eine schnelle und bequeme Steuerung ermöglicht. Ihr könnt die Funktion der Buttons in der Soundcore-App anpassen und auf eure Vorlieben konfigurieren. Die Kopfhörer bieten eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden und das Case erweitert diese auf insgesamt 46 Stunden. Mit der Schnellladefunktion könnt ihr nach nur 10 Minuten Laden bis zu 5,5 Stunden Musikgenuss erwarten. Die App bietet zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich EQ-Einstellungen, Firmware-Updates und vieles mehr. Über die App könnt ihr euer Hörerlebnis individuell gestalten und die Kopfhörer optimal an eure Bedürfnisse anpassen. Bevor wir gleich zum Fazit kommen, möchten wir auch noch den Soundcore AeroFit erwähnen. Der AeroFit ist speziell für den alltäglichen Gebrauch konzipiert und besticht durch sein leichtes Design. Es gibt ihn ebenfalls in verschiedenen Farben. Er ist allerdings mit einer UVP von 129,99 € das günstigere Modell im Vergleich zum Flagship-Modell AeroFit Pro, der mit einem Preis von 169,99 € ins Rennen geht. Zum Abschluss dieses Videos wollen wir unsere Gedanken zu den beiden Produkten von Soundcore zusammenfassen.
Der Soundcore Boom 2 hat uns mit seiner starken Leistung, robusten Bauweise und der anpassbaren Lichtshow begeistert. Für unter 150 Euro, konkret sind es 129,99 €, bietet er eine starke Klangqualität und einen tieferen Bass als vergleichbare Lautsprecher in der 200-Euro-Preisklasse. Beim Aerofit Pro überzeugt der angenehme Tragekomfort, die gute Verarbeitungsqualität und die gute Klangqualität, die er bietet. Zusammenfassend können wir sagen, dass Soundcore mit dem Boom 2 und dem Aerofit Pro zwei Produkte geschaffen hat, die in Sachen Qualität, Komfort und Preis-Leistung überzeugen können. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch nicht ohne einen letzten Tipp gehen lassen. Schaut unbedingt in die Videobeschreibung unten, denn dort findet ihr Links, über die ihr spezielle Rabatte auf diese Produkte von Soundcore bekommen könnt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr über diese Produkte denkt. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!